nehmen euch mit auf eine Kreuzfahrt nach Norwegen. Wir starten in Kiel, besuchen Nordfjordeid, klettern in Alesund auf den Hausberg und in Stavanger wandern wir zum berühmten Preikestolen. Zu diesem neuen Video. Wir haben soeben auf der AIDA Nova eingecheckt und beziehen jetzt unsere Kabine. Für alle Passagiere ist die digitale Seenotrettungsübung. Die absolviert man bequem über das Handy oder das Kabinen-TV. Die Sicherheitseinweisung war ganz einfach. Wir mussten uns jetzt nur noch mal einmal abscannen lassen mit unserer Bordcard. Und jetzt haben wir verdammt Hunger. Gehen wir hin. Pommes? Currywurst, Burger. Uns wird schnell klar, verhungern müssen wir hier nicht. Zuerst probierten wir die Currywurst und nur wenige Schritte weiter lachte uns ein schönes Stück Kuchen an. Frisch gestärkt starteten wir unsere Entdeckungstour. Heute verlassen wir die Ostsee, werden in die Nordsee einfahren. Der Captain hat es gestern angekündigt, der Wellengang wird ein bisschen mehr. 3 bis 4 Meter hohe Wellen. Also heute Nacht hat man es schon gemerkt hier. Wir schwanken schon ein bisschen. Wollen wir mal den Schwimmbereich austesten. Die Wasserrutschen, die Pools und das, was uns da noch so erwartet. Okay.
langweilig wurde der Seetag nicht. Irgendwie hatten wir immer etwas zu tun. Das Freizeitangebot und das Bordprogramm war wirklich vielfältig. Hier gab es für jeden Geschmack etwas. Und wo wir gerade bei Geschmack sind, auch beim Essen gab es eine riesige Auswahl. Am Abend schauten wir uns noch ein paar Shows an und freuten uns auf den nächsten Tag. Unser erster Landgang in Haugesund steht an. Doch es kommt anders als erwartet. Guten Morgen aus Haugesund. Ja, es sieht zwar nicht danach aus, aber wir liegen schon im Hafen. Wir mussten heute Nacht schon etwas eher hier anlegen, so gegen 2 Uhr, aufgrund der Wetterlage. Wir wollten gerade zum Frühstück aufbrechen, also da kam diese Nachricht vom Captain. Kilometer in der Stunde abbrechen, da ein sicheres Einlaufen bei diesem starken Wind leider nicht möglich war. Ja, wir haben uns dann dafür entschieden, hier im Fjord Schutz zu suchen. Ja, und man kann schon fast sagen, uns vor den Wind und den Wellen ein wenig zu verstecken. Ich habe mich schon gewundert, warum hier überhaupt kein Hafen zu sehen war und so. Ich dachte, auf der anderen Seite. Nee, ja, aber... From wind and waves. Ja, die Wettersituation in Haugesund ist unfortunately not improving today. Ja, das war's von unserem ersten Landgang. In the second jetzt bleiben wir 7 Tage auf dem Schiff, oder? Das Alternativprogramm für heute ist eine Panoramafahrt durch den Hardanger Fjord. Wir haben uns jetzt mal Fahrräder für morgen geliehen. Mal gucken, ob wir morgen anlegen können. Das ist ja was hier. So, jetzt wurden hier wohl Wale gesichtet. Allerdings auf der anderen Seite, da werden wir jetzt mal hingehen. Jetzt Wale beobachten, das wäre mein persönliches Highlight. Aber leider waren wir zu spät. Schade. Richtig warm. Können wir gleich reingehen? Dann erfriere ich auch. Als wir am Nachmittag den Hardanger Fjord verließen und Kurs Richtung Nordfjord Eid nahm, kam sogar die Sonne raus. Es war noch früh am Morgen, als wir Nordfjord Eid einliefen. Sobald die Aida Nova ihre Luken öffnet, strömen bis zu 6000 Touristen in den kleinen Ort. Wir wollten Nordfjord Eid und das Umland mit dem Fahrrad erkunden. Dazu schnappten wir uns unsere Fahrräder, suchten bei Komoot nach einer passenden Route und starteten unsere Tour. Ja, wir machen jetzt eine kleine Fahrradtour durch Nordfjord Eid. Ganz schön hoch hier. Drei Tage auf dem Schiff nur essen und jetzt noch nicht mal E-Bikes. Wir schaffen das. Ich habe mit einer gemütlichen Fahrradtour gerechnet. Nicht weiter, ne?
wir sind wieder in Nordfjord Eid. Habe ich richtig ausgesprochen? Ja, Nordfjord ja. Eid. Nicht Eid, Eid. Ja, irgendwie haben wir uns ein bisschen mehr hier drunter vorgestellt. Wir haben auch gerade Leute getroffen, die meinten, dass auch das hier doch nicht ganz so viel los ist. Ja, jetzt gucken wir trotzdem noch mal ein bisschen rum und wir haben ja jetzt die Fahrräder mal ein bisschen ans Wasser gleich noch und ja, shoppen willst du bestimmt auch noch, ne? Ja, das können wir durch die Läden schlendern, wenn da was Schönes ist. Oder die Zimtschnecke essen, die in Norwegen so doll sein soll. Boah, gegessen habe ich die 3 Tage jetzt eigentlich genug. Dann sorgte die Fahrradtour doch noch für ein bisschen Nervenkitzel. Die steilen Straßen hier brachten uns ganz schön zum Schwitzen. Mit beiden Händen an den Bremsen ging es im Schneckentempo bergab. Wir haben jetzt gute 30 Kilometer und wir haben uns jetzt entschlossen, dass wir die Fahrräder wieder abgeben. Mittagessen auf dem Schiff. Und dann gehen wir einfach noch mal zu Fuß ein bisschen durch die kleine Stadt. Ja, weil hier ist jetzt Natur. Auch nicht mehr so viel. Die Fahrräder sind abgegeben, wir haben Mittag gegessen und jetzt gehen wir noch mal zu Fuß. Auch im Ort gab es nicht viel zu sehen. Wir besuchten ein paar kleine Geschäfte, eine Kirche, eine Shopping Mall und den wohl bekanntesten Fotospot in Nordfjordeid. So, wir gehen zurück aufs Schiff. Hier ist einfach nichts los. Es ist wohl nicht zu überhören, dass uns Nordfjordeid nicht ganz so gut gefallen hat. Dafür gefiel uns aber das Abendprogramm auf dem Schiff und das Auslaufen aus dem Fjord. Aus Alesund. Wir sind gerade den Hausberg hochgewandert. Von da ja, hat man jetzt nicht die beste Sicht über die Stadt, sondern der Weg dorthin, der ist viel interessanter. Am besten nicht mit dem Bus hochfahren, sondern die 418 Stufen einfach selber hochgehen. Ja. So, die letzten Sonnenstrahlen noch ein bisschen, bevor da hinten die dicke Wolke kommt. Wir sind wieder auf dem Weg Richtung Innenstadt.
Genau. Shoppen. Jetzt fängt es so ein bisschen an zu regnen. Sind jetzt auch knapp 3,5 Stunden hier. Ich glaube, wir gehen mal wieder Richtung Schiff. Ne? Zurück auf dem Schiff erwartete uns eine kleine Überraschung. Was ist das denn schon wieder? Oh, wofür kriege ich die denn immer? Gegen 16.30 Uhr hieß es wieder Leinen los. Dieses Mal war es ein ganz besonderes Spektakel. Jetzt zu unserem ganz persönlichen Highlight hier auf unserer Tour. Die Wanderung zum Prekistolen. Prekistolen. Puh, die ersten Meter geht schon ganz schön ab hier. Uah. Eineinhalbstündigen Wanderung stehen wir nun 600 Meter über dem Lysefjord. Das Wetter ist ein Traum und die Aussicht ist atemberaubend. Dieser Weg hat sich definitiv gelohnt.
aber es ist halt Schlange stehen, um ein Foto zu machen. Da hat der magische Radierer heute aber viel Arbeit. Das kriegt er nicht hin. So, wir waren jetzt gut eine Stunde oben, ne? Jetzt werden wir doch mal langsam wieder zurückgehen, damit wir unseren Bus auch nicht verpassen. Der Ausflug hat uns richtig gut gefallen. Wir hatten großes Glück mit dem Wetter und genossen eine traumhafte Aussicht am Präkistol. Aber nicht nur die Aussicht lohnt sich, auch der Weg dorthin ist ein Erlebnis. Es gibt jedoch zwei Kritikpunkte. Leider ist der Präkistol sehr überlaufen und meiner Meinung nach war der Ausflug viel zu teuer. Aber das waren alles Dinge, die wir schon vorher wussten. Zurück in Stavanger hatten wir noch ein bisschen Zeit, uns die schöne Stadt anzugucken. Eins sag ich. Ja.